Ich weiß nicht, was sorry. Wir wollen, also ich stelle das auf. Auf jeden Fall haben wir gesagt, dass wir gleich einen Mukbang drehen wollen, obwohl wir die pranken wollen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht klappen. Doch, doch. Wir wollen einen Streit vor den Anfängen und gucken, wie die reagieren. Und wir haben noch nie gestritten, noch nicht nie. Mal diskutiert, gar nichts. Gar nichts. Und wir haben so lange überlegt, worüber. Mache was. Dass ich zu aggressiv werde. Ja. Die Sarah wird mich so abstempeln, als wäre ich eine richtige Schlägerfrau. Und das wird mir dann auf den Sack gehen. Und dann werden wir uns richtig anfangen zu streiten. Hallo Leute, welcome to our channel. Sarah and Donai. Abdul und Asyan. Spaß, Asyan und Abdul. Wir wollen heute wieder einen Mukbang drehen. Und ja, wir haben Royal Donuts geholt. Wir haben uns fette Donuts geholt. Boah, Leute. Okay. Krass. Jemand fragt, ob wir uns in unseren Beziehungen oft streiten. Ja, es gibt so Phasen, da streiten wir schon mehr und Phasen streiten wir weniger. Aber jetzt halten die Streitereien nicht mehr so lang an wie früher. Also... Also ich hab safe schon Diabetes. Safe, nein, du hast schon eine Nasendiabetes. Was ist der Unterschied zwischen Asya und Sarah? Soll ich anfangen? Wie unterschiedliche seid ihr? Soll ich anfangen? Erst sollen die Jungs mal sagen okay. Und dann wir. Sag du. Asya ist asozial. Nein, ich sagen, der Unterschied zwischen, der größte Unterschied zwischen den beiden ist, also beide sind liebevoll, aber Asya, denkt, Sarah ist, glaube ich, ein bisschen sachlicher als Asya. Also ich hätte jetzt Soziale. Gesagt, dass ich ruhiger bin und Asya eher so aggressiv. Nein, lass mich sagen. Warte mal. Sie ist die Beschützerin. Nein, lass mich sagen erst. Sie ist die, die wo ihre Freundinnen beschützt und sie ist die, die von jedem Schläge bekommt. Und voll Drama macht und sagt, hilf mir. Das stimmt einfach nicht. Das ist schon mal so ein größter Unterschied. Aber warte mal. Aber nein, warte. Sie ist so eher die Mama, sie ist noch die kommende Mama so. Die ist noch so neu. Ja, die ist schon weiß, so, was du meinst. Die kennt sich so, ich sag mal so, wenn jetzt, keiner von denen soll eine Hausfrau sein oder so, aber ich meine, wenn es so um Hausfrau so, wenn es um Haus geht, ist die erfahrener. Also ich finde halt, dass ich ruhiger bin und Asya aggressiver. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gerade voll jetzt als Ding abgestempelt, Leute. Danke dafür. Ich bin die Asya 2020 aber und 2021. Sie hat sich früher mit Jungs gefetzt. Danke, Leute. Hey, du bist jetzt genervt. Keine Ahnung, weil du mich jetzt auch so schlecht geredet hast vor der Kamera. Aber du bist doch aggressiv. Ja, aber nicht so schlimm. Doch. Das lässt sie drin, okay. Nein. Also ich finde nicht, dass ich so schlimm bin. Jetzt hast du echt ein bisschen übertrieben. Jetzt auch Chips machen. Ja, wieso übertrieben? Das stimmt doch. Nein, du hast übertrieben. Wieso übertrieben? Ja, ich weiß nicht. Ich will, dass ich mal mehr reinschneiden gerade, oh Leute. Ohne du Spaß. Du übertreibst gerade krass. Nee, du übertreibst krass. Okay, jetzt beefen die sich. Ja, nee, nicht beefen, aber irgendwie hat mich das jetzt abgefuckt. Hey, komm doch damit klar, wenn du so bist. Ich bin nicht so. Was denn, worum geht's gerade? Dass ich voll aggressiv bin. Aggressiv ist sie nicht. Nein, aggressiv ist sie nicht. Dass sie aber schlagen tust du Menschen. Ja, siehst du, ich bin. Nein, das schneiden wir nicht rein. Ich hab nicht mal mehr Bock auf dieses Video, Leute, ganz ehrlich. Dann geh. Sarah, du provozierst mich gerade. Du provozierst mich echt grad. Nein. Du bringst mich echt an meine Grenzen jetzt. Okay, sag mal so, okay, fangen wir von an. Warum ich doch? Nein, schau mal, warte, wir machen das von neu. Sarah hat sich echt falsch ausgedrückt, muss ich hier Asya beschützen. Sie, die Asya, ist eine. Wie heißt das, wenn man. Ja, ich muss Temperament. Temperament, genau, Temperament. Oh. Schlägt euch. Ey, oh. Sarah, du hast hier alles zerfickt. Du musst es nochmal sagen, dass dies war. Ja. Ich hoffe, es ist niemand. Niemand. Hey, wir können es doch löschen, Mann! Was ist los? Gehen wir bitte. Hey,
Spaß. Ich glaube, die verarschen uns. Wir haben es vorhin geplant. Nein, lass mich bitte. Ich will gerade irgendwie ein bisschen abnehmen. Nein, übertreibst du. Okay, die übertreibt auch eine, ja. Ey. Und die lacht ganz, weil die macht mit den Augen auch Spaß. Ich glaube, die verarschen uns. Verarscht uns gerade? Hä? Achso, wir können doch rausschneiden, was wir wollen. Das ist doch kein Film. Okay, ich muss aber erst mit alle rauchen. Okay. Drück mal kurz auf Pause. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Leute, Julia hat aufgehört zu filmen. Wir sitzen jetzt auf der Terrasse. Die haben uns ausgesperrt. Wir tun jetzt alles klären. Genau. Aber was machen wir denn jetzt? Tun wir so, als würden wir es klären. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt noch einen kurzen Film draus und sagen, ich sag dann, du hast dich mal entschuldigt, weil du findest, dass du die Wahrheit sagst du dann. Aber wie filmen wir das? Du musst jetzt, wenn du reingehst, das Handy hinstellen, weil du das schaffst, so mit Rückkamera. Du musst das machen. Ich hab doch nicht dein Handy in der Hand und dumm Kopf, Mann. Aber was soll ich machen? Wo soll ich es hinstellen? Wir haben das. Wann bist du so ein Ding so? Ja, weil sie dann auch so sagt wie Ding. Ja, okay, dann geh und so. Normal bleibt. Ja, das was sagt man nicht, sorry, ja. Aber das ist asozial, was du gesagt hast. Hast du gehört? Ja, hast du dafür entschuldigt? Ja. Ihr wart beide gerade, habt ihr falsche Sachen gesagt, ich bin ehrlich. Ja. Also nicht gesagt, ich meine, ihr habt euch falsch benommen. Das war gerade unnötig, aber ja. Egal, sowas. Egal, wir reißen uns jetzt einfach erstmal fürs Video zusammen, da kann man ja später darüber reden. Auf jeden Fall, ich werde das nicht was schaffen. Und du? Die einen Komm, sie seid. Ach, Schatz, ich hatte. Das ist unnötig, ich liebe dich doch mal. Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Tinder. Du bist dann auch. Oder? Also, wie wir uns alle zusammen. Tinder. Wie haben wir uns kennengelernt? Ich kenne Sarah, ich kenne Asia. Also ich kenne Asya, sage ich jetzt mal, und Abdul, sie habe ich dann kennengelernt. Und so ist halt entstanden, dass wir uns dann, wo haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen? Ihr habt euch das erste Mal... Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ja. Oder? Ja. Bis jetzt. Erstmal drauf einsaufen. Kann ich auch was? Ja, warte. Nein, sie will von ihr trinken. Achso, bist du von uns? Kann ich auch was? Ich setze euch ja auch vor mit Spaß. Ich würde euch so schlagen, wenn ihr miteinander streitet. Ich mein's ernst. Ich würde mit euch beiden. Okay, du brauchst mich jetzt nicht ignorieren. Ich ignoriere dich nicht. Ich geb's dir. Ja. Ich kann ja auch nicht so tun, als wäre gar nichts passiert, weißt du? Okay, aber wir brauchen jetzt nicht übertreiben. Ja. Ich setze euch ja auch vor mit Spaß jetzt. Ihr seid zwar wie kleine Kinder gerade, ne? Wie Dennis, wenn er mit seinen Freunden, wenn Besuch kommt, streitet er sich mit welchen. Ich schwöre. Ich find's gerade echt unnötig. Ja, schau mal. Lass mich mal was sagen kurz. Hm. Ich schau dich von Kamera an. Nein, schaut mich mal so an. Das ist unnötig. Ich seh dich auch in der Kamera. Ich seh dich. Schaut mal. Das, was gerade war, das war das unnötigste Shit, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich glaube nicht, dass jeden Mann an meiner Stelle hier geblieben wäre, ehrlich gesagt. Er ist scheiße abgestempelt und dann sagen ihr Ding, okay, geh. Das war scheiße von Sarah, habe ich gesagt schon. Also das ist schon krass, dass ich überhaupt. Aber jeder hat das doch gerade gesagt, was ich gesagt habe. Ja, aber keiner von denen hat gesagt, geh. Das ist echt scheiße, Sarah. Habe ich dir auch gesagt. Du hast gesagt, aber du hast doch als erstes gesagt, ich gehe. Ja, normal, aber... Aber du darfst nicht sowas sagen, was darf man echt ja, sagen. Du hast mich ja mit denen zusammen scheiße abgestempelt, ehrlich gesagt. Ja, und wieso greifst du dann nur mich an? Aggressiv, weißt du? Wieso greifst du dann nur mich an? Kurz Pause. Okay, du bist aufgestanden und bist mir hinterher. Nein, ihr redet normal, ohne... Was du auch selber erzählt hast, du hast irgendwo das Bild selber geschafft. Wir können es ja im Video rausschneiden, wenn du sagst, du musst uns einfach kommen und sagen, hey, ich will das, ich bin nur fertig, wir schneiden es raus. Das ist ja, wir können im Video cutten, so, das ist egal. Was wir jetzt drin, ist egal. Das ist ja, wir machen dich ja nicht vor ja, genau. Andere Menschen. Ja, aber eigentlich du sagst, ja, die macht dich vor anderen. Aber eigentlich hat sie es ja ins Mukbang gesagt. Checkst ja, du? Nicht dieses, ich sag dir schnell, wir schneiden das eh raus, sondern sie hat es ja im Mukbang gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das, aber so, als würde ich es noch reinschneiden wollen. Nein, bist du dumm? Na klar. Ja, nein, Mann. Du hast es doch ernst gesagt. Jetzt halt aufs Herz. Ja, okay, sie hat halt mit einem... Wollt ihr uns gerade verarschen? Nein! Hä, hey, Sisi, guck mal. Jetzt mal eine Sache. Ihr habt das... Ich bin ernsthaft, ich schwitze sogar. Kann ich mal was sagen? Die haben das beide gesagt. Und ich hab's am Ende gesagt. Ja, aber du hast es so gesagt, so tausendmal... Ja, aber die Asse ist aggressiver. Und wo ich aufgestanden bin und ich gesagt habe, ich gehe, kommst du ins Bad? Ich dachte, du willst mit mir diskutieren, so wie ich hab's nicht böse gemeint. Ich wollte es ja erst mit dir klären, aber du... Warum hast du aber... Also...
Warum hast ich hab das Gefühl, ihr versteht mich nicht. Ich schwöre, oder nein, Sarah. Warum hast du aber, ich bin gekommen, du hast gelacht, du hast gar nicht ernst gemeint. So. Ja, weil ich dachte, die macht Spaß. Das ist, ich kann das gerade nicht ernst nehmen, das ist doch keine richtige. Kann nicht streiten. Das ist doch keine richtige Diskussion. Ich bin gekommen, die hat gelacht. Auch wo sie es gesagt hat. Ja, aber wo sie mir gesagt hat, okay, dann geh, hat sie aber nicht gelacht, weißt du? Ich bin reingekommen. Okay, das Einzige, wo ich sagen muss, da hast du echt richtig Scheiße gebaut, wo du das gesagt hast. Hä, ich habe auch währenddessen gelacht. So, das war ja jetzt das nicht so. Auch man gemacht, muss ja nicht immer alles so ernst nehmen. Ja, aber das war in diesem Moment für mich ernst. Und dann sagst du auf ernst so. Ja, aber dann frag doch mich, ob ich es ernst meine. Ja, man denkt, wenn mir jemand sagt, geh, sag ich, weiß es ernst. Die hat noch nie mit ihren Freundinnen gestritten. Wenn sie streitet, dann weint sie nur. Die streitet nicht. Ich schwöre, sie streitet nicht. Ich habe sie noch nie mit ihren Freunden. Echt nicht. Ihre Freundin haben sogar zu mir gesagt, dass sie streitet. Die hat es echt nicht ernst gemeint. Den einen Satz sagt man auch nicht aus Spaß, ich bin ehrlich. Das sagt man nicht. Wenn ein Besuch kommt, dann. Das macht man. Ja, aber die soll nicht so übertreiben. Ja, und du hast echt übertrieben. Von Anfang ich hab nicht übertrieben. Doch, von Anfang an hast du überreagiert. Sie hat ernst in Mukbang gesagt, weil die ist aggressiv, weil die hat das zweimal gesagt. Wir können es abschließen. Warte mal, okay, dann sagen wir mal so, wo findest du sie aggressiv? Oha, das habt ihr beide gesagt. Wieso ja, fragst du mich jetzt? Es ist ja schon sehr Gag geworden. Ich habe das auch aus Gag gesagt. Warte, ja. Ich hab's ja jetzt nicht. Auch Gag gesagt. Aber es ist ja auch irgendwo so. Du bist halt. Wolltest du das gerade verarschen? Nein! Sag einfach nochmal was. Nein! Hast. Ich denke, du verwechselst das mit Temperament. Okay. Wenn du meinst. Hey, wolltest du das gerade verarschen? Ich fühle mich hier gerade voll wie ein Opfer. Ich fühle mich gerade wie ein Opfer. Ich schwöre, dass die heult gleich. Sagt. Ich dachte, die versteht es. Sie sagt es wieder. Guck nein, mal, die weint nicht. Fast. Nein, Mann! Okay, nicht aggressiv. Warum provozierst du sie? Wallah, die strapazieren echt meine Nerven, die Sarah. Ich schwöre, Leute, ich muss mich echt zusammenreißen. Ne? Nein, Mann. Habt ihr eine Kamera auf der? Ich schlag euch. Nein, spinnst du? Ich meine, du wächst Doli jetzt mal ohne Witz. Das ist ja gerade unnötig. Aber provoziert sie oder provoziert sie nicht? Ja, beim anderen wäre ich mal, wär das jetzt nicht. Ja, aber es kann sie nicht ernst nehmen. Aber wäre das jetzt nicht Sarah gewesen, würde ich echt anders reagieren. Ich bin echt empfindlich bei dem Thema. Ich schwitze. Warum bist du so sauer gerade? Nein, da musst du es von Anfang an sagen. So, wir haben gedacht, du bist so, du kannst bei sowas, das stört dich sowas nicht. Deswegen. Sie hat doch nicht gewusst, wenn sie es nicht weiß. Denn beim nächsten Mal würde ich es nicht sagen. Nicht weil jetzt Angst, sondern weil aus Respekt. Wir müssen uns doch grundsätzlich respektieren, das ist unnötig. Ja. Wir haben doch kein Problem, keiner hat irgendwie irgendjemanden schlecht gemacht, gelästert oder hat einen Hate auf jemanden. So, die ist neben dir oder was hast du dir gesagt? Ich muss aber gerade von ich sage gerade nicht, wieso auch alle gegen mich sind. Nein, gegen dich ist jetzt wollen wir es auflösen oder dich deeskalieren lassen. Wie sehe ich jetzt, ob man uns sieht? Achso, sind da die Kabel, aber sieht man uns. Guck mal, ob man uns sieht. Aber wie denn? Tu deine Haare weghalten, dann siehst du es. Genau. Wenn ich ab, guck mich nicht so. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich kann machen. Wir müssen hier in diesem Gang bleiben. Ja, okay. Wie weine ich jetzt? Ich geh, mach Wasser in dein. Oder ich stecke jetzt meinen Finger in dein Auge. Warte. Streng dich an, dass die Tränen kommen. Streng dich an. Deine Wimpern sind noch dran. Okay, ich eskaliere jetzt. Oh mein Gott. Ich eskaliere jetzt sowas. Ich will nicht sagen. Okay, aber du gehst hier packen. Ich lache. Ich schwöre, ich lache. Eins. Abdul! Wir gehen vorbei. Ich habe keinen Bock mehr, eine Sekunde hier zu bleiben. Ja, was ist los mit dir? Nein, ich gehe, Leute. Hä, was? Ich verstehe nicht, was gerade mein Problem ist. Ich gehe. Warum? Nein, sie hat übertrieben. Ey, hör doch auf, hör auf zu nein, provozieren. Nein, die provoziert. Ich hab's gerade wirklich nicht provoziert. Nein, provozieren. Hör auf zu provozieren. Doch, du provozierst. Ich kenne dich nicht so. Sie hat doch vorhin provoziert. Nein, schau mal. Aber gerade habe ich gar nichts. Du weißt, dass ich dich so oder so nicht lasse. Was ist denn passiert? Also, du darfst nicht gehen. Was ist passiert? Sag mal, habt ihr geredet jetzt? Weil du machst auch uns kaputt, ich sag's dir. Das ist das Letzte, was. Ey, was ist die Verarschung? Das ist so geil.
Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. Ey, mein, hab ich nicht mein Herz. Krass, fass mal mein Herz an. Alter. Ey, ihr seid solche asozialen Wichser. Ich schwöre. Ey, Bro. Ey, ihr seid krass, ich schwör, Mann. Ich hab noch vorhin gesagt, die verarschen uns, das kann nicht sein, dass die. Habt ihr jetzt, warte mal, alles geschauspielert? Ja, alles. Von Anfang an? Ja, das war von Anfang an geplant, auch Mukbang. Und die Frage habe ich gestellt, mit Absicht, damit unser Plan aufgeht. Das krass ist, ich kenne dich ja nicht mal so. Ja. Ich weiß doch, wie du bist. Ich denke mir auch, Sarah, ich habe deswegen Angst, dass wir uns nicht glauben, weil wir uns niemals streiten. Ja. Wir haben noch nie gestritten. Werdet ihr auch nicht, inshallah. Aber werden wir auch das nicht. Ding ist, du hast Sachen gesagt, die du noch nie ja, bei uns ich weiß. Es hat mir so schwer gefallen, weil ich musste einfach Sachen sagen, die auch richtig assi sind. Ich gesagt hat, geh, ich dachte, oh shit, Mann. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich habe so gemerkt, die Abdul probiert hat, die Sarah in den Schutz zu nehmen, um sie harmlos darzustellen, damit ich nicht aggressiv auf sie bin. Ihr werdet uns jetzt hassen, wisst ihr, was wir sagen? So. Oh, ihr streitet, wir haben die Wette gewonnen. Ich schwör, wie so, ey, Digga, die schaffen die niemals.